Der Chaos Computer Club hat Festplatten zugespielt bekommen, auf denen sich ein kleines Programm befindet. Und nachdem sich die Hacker das einmal genauer angeschaut haben, gehen sie davon aus, dass sie eine staatliche Schadsoftware vor sich haben, einen Staatstrojaner. Was macht er überhaupt? Er überwacht offenbar Webbrowser, Online-Telefonieprogramme wie Skype, Mail- und Chatprogramme und macht Screenshots, wenn sich so ein Programm im Vordergrund befindet. Außerdem geht der CCC davon aus, dass er sich an verschlüsselten Telefoniediensten wie Skype zu schaffen macht. Das ist nämlich der offizielle Grund dafür, dass es einen Staatstrojaner überhaupt geben darf. Zur Überwachung von Telekommunikation an der Quelle, bevor sie so verschlüsselt verschickt wird, dass man sie kaum noch überwachen kann. Eine kleine Rückblende. Eigentlich könnte ein Staatstrojaner noch viel mehr machen. Das im Rechner eingebaute Mikro anschalten und im Raum mithören, zum Beispiel. Oder warum nicht gleich die eingebaute Webcam? Er könnte jede Tastatureingabe notieren oder die Festplatte durchsuchen oder. Das Bundesverfassungsgericht hat 2008 erklärt, dass die heimliche Ausforschung von Computern erheblich in Grundrechte der Ausgespähten eingreifen kann und sogar in den absolut geschützten Kernbereich privater Lebensgestaltung, an den der Staat nicht heran darf. Beispielsweise zählt ein privates Tagebuch zu diesem Kernbereich. Dass eine heimlich eingeschaltete Webcam in einer Privatwohnung irrsinnig private Dinge aufzeichnen kann, ist aber auch klar. Der Staatstrojaner soll also nur nach richterlicher Genehmigung und unter engen Voraussetzungen nur die Telekommunikation überwachen, sagen die Behörden, so wie früher schon ein Telefon angezapft wurde. Der kann aber noch mehr, sagt der CCC. Eine besonders gut getarnte Funktion macht es möglich, dass Daten aus dem Internet geladen, auf dem infizierten Computer abgelegt und ausgeführt werden. Und damit kann der Staatstrojaner all die Dinge nachladen, wie eine Raumüberwachung per Mikro, das Speichern aller Tastatureingaben, eine heimliche Durchsuchung der Festplatte und mehr. Wie bekommt der Staatstrojaner dieses Kommando? Er hört auf einen bestimmten Rechner, mit dem er in Kontakt bleibt. Der steht in den USA. Was der Trojaner dorthin schickt, ist verschlüsselt. Aber diese ganze Konstruktion ist aus Sicht der CCC-Experten stümperhaft. Die Kommandos gehen unverschlüsselt an den Staatstrojaner und der prüft auch nicht, ob es sich um den richtigen Absender handelt. Wer dem Staatstrojaner vorgaukelt, er sei der Kontrollrechner, kann selbst Kommandos schicken. Eine riesige Sicherheitslücke. Umgekehrt kann jemand so tun, als sei er der überwachte Computer und gefälschte Beweise an die Kontrollstelle übermitteln. Apropos Beweise, der Staatstrojaner kann mit der Nachladefunktion nicht nur weitere Überwachungskomponenten an den ausgespähten Rechner schicken. Er kann dort auch belastende Dokumente ablegen und anschließend seine eigenen Spuren verwischen. Damit ist die Beweissicherheit natürlich dahin.